Ein herzliches Willkommen zurück bei Knights of the Old Republic und in Korriban, der Sith Academy. Probe eines dunklen Jedi-Ritters. So viel dazu. Ja. Oder gefällt mir der blaue besser? Weiß nicht, ich glaube, ich finde sogar den blauen besser. Weiß nicht warum. Hören wir mal das an. Euthera Ban. Ah, da seid ihr ja. Mein Lieblingsschüler in diesem Jahr. Lieblingsschüler? Aber sicher doch. Nach meiner Einschätzung ist eure Chance wesentlich höher, das Prestige zu erlangen, um den Sith beizutreten, als bei jedem anderen. Ich bin mir sogar so sicher, dass ich euch eine Chance gebe, wie man sie nur einmal im Leben bekommt. Wollt ihr mein Angebot hören? Auf jeden Fall. Gut. Ich bewundere Leute, die bereit sind, Chancen zu ergreifen. Wie ich schon sagte, seid ihr zweifellos die Person, die von Uther ausgewählt wird, um als Sith aufgenommen zu werden. Mit meiner Hilfe natürlich. Sobald das geschieht, wird er euch in das Tal der dunklen Lords zum Grabmal von Nagasado bringen, wo ihr den letzten Test bestehen müsst. Dort sind wir zwei alleine mit ihm. Der perfekte Zeitpunkt, um, sagen wir mal, eine Änderung in der Führungsriege der Akademie zu arrangieren? Was ist in dem Grab so wichtig? Das Grabmal ist eine uralte Ruine auf der Oberfläche, die vor langer Zeit von Darth Revan und Darth Malak aufgesucht wurde. Sie haben dort eine Sternenkarte von großer Bedeutung entdeckt. Die Karte zu finden, wie auch Sie sie gefunden haben, gehört zur letzten Prüfung. Auf jeden Fall geht es hier nicht um das Grabmal, sondern um die Tatsache, dass Uther mit uns allein sein wird. Und welche Rolle spielt ihr dabei? Meine Rolle ist es, dafür zu sorgen, dass ihr genügend Prestige erlangt. Und dass dies die anderen hoffnungsvollen Kandidaten nicht tun. Ich möchte, dass ihr in diesem Grabmal seid, wenn die Zeit gekommen ist. Wir zerstören Master Uther gemeinsam. Und ich nehme seinen Platz ein. Ihr nehmt den Platz an meiner Seite ein. Ein wunderbarer Plan, weil er so einfach ist. Ihr wollt, dass ich Master Uther töte? Ist das wirklich so ein überwältigendes Ansinnen? Es ist ja nicht gerade so, als würde ich euch bitten, es alleine zu tun oder als hättet ihr nichts davon. Master Uther hat gegen uns beide gemeinsam keine Chance. So einfach ist das. Das entspricht aber eigentlich nicht so der Regel der Sith. Wenn wir ihn zusammen besiegen müssen. Ich stimme aber zu. Es freut mich, dass ihr die Dinge so seht wie ich. Ich werde meine Vorbereitungen für die letzte Prüfung treffen. Eure einzige Aufgabe ist es jetzt, dorthin zu kommen. Enttäuscht mich nicht. Wie erlange ich mehr Prestige? Ihr müsst Master Uther beeindrucken. Geht zu ihm und berichtet ihm von euren Taten. Oder zeigt ihm die Artefakte, die ihr gefunden habt. Der erste und einfachste Schritt besteht darin, den Sith-Kodex zu lernen und ihn zu rezitieren. Wenn ihr wollt, kann ich ihn euch lehren. Soll ich fortfahren? Könnt ihr mir den Sith-Kodex erklären? Ich kann euch helfen, ihn zu verstehen. Würdet ihr ihn gerne hören? Frieden gibt es nicht, nur Leidenschaft. Durch Leidenschaft erlange ich Stärke. Durch Stärke erlange ich Macht. Durch Macht wiederum erlange ich den Sieg. Durch den Sieg zerbersten meine Ketten. Die Macht befreit mich. Einfache Worte. Doch werden sie leicht falsch verstanden. Soll ich etwas davon näher erklären? Frieden ist eine Lüge, es gibt nur Leidenschaft. Die Jedi möchten, dass ihr glaubt, der Frieden wäre erstrebenswert. Ein friedvoller Geist ist der ideale Weg, die Macht zu meistern, und die Vermeidung von Konflikten macht eine Person zu einer besseren Person. Wir wissen, dass es anders ist. Es ist unsere Leidenschaft, unser Hass und unser Begehren, diese Gefühle also, die es uns ermöglichen, die Macht zu stärken. Der Konflikt verbessert das Los der Gesellschaft und des Einzelnen. Der Konflikt zwingt einen dazu, an sich zu arbeiten. Er zwingt uns, uns zu ändern, zu wachsen, uns anzupassen. Evolution oder Tod. Das sind nicht unsere Gesetze, sondern die des Universums. Ohne Konflikt gibt es nur die Stagnation. Durch Leidenschaft erlange ich Stärke. Wodurch bezieht die Macht in euch Kraft, wenn nicht durch die Leidenschaft? Die starken, dunklen Emotionen wie Zorn, Hass und Furcht sind es, die uns Stärke geben. Wie sieht es mit der Liebe aus? Liebe? Die Liebe ist gefährlicher als alle anderen Gefühle. Kein Gefühl erzeugt so häufig Zorn und Hass wie die Liebe.
aber sie führt auch zu Gnade. Und das ist viel schlimmer. Das jedoch ist eine Lektion, die wir uns für später aufheben. Die Jedi sagen das Gegenteil. Wie können beide Seiten recht haben? Die Macht gibt uns allen Stärke, selbst den Jedi. Doch das Meistern unserer Leidenschaft gibt uns jene Kraft, die ihnen fehlt. Ich verstehe. Es ist unser Ziel, stärker zu werden, unser Potenzial zu entfalten und nicht uns auf unseren Lorbeeren auszuruhen. Wir sind die Sucher und nicht die Hirten. Frieden ist eine Lüge, es gibt nur Leidenschaft. Doch stärker erlange ich Macht. Je stärker ihr in der Macht werdet, desto mehr könnt ihr erreichen. Ihr müsst immer darum kämpfen, stärker und mächtiger zu werden. Ohne Auseinandersetzungen hat ein Sieg keine Bedeutung. Ohne Auseinandersetzungen kommt ihr nicht weiter. Ohne Auseinandersetzungen gibt es nur Stagnation. Durch Macht erlange ich den Sieg. Wie viele Arten von Sieg gibt es? Ein friedfertiger Sieg? Ein Sieg durch Opfer? Ist ein Waffenstillstand eine Leistung? Wenn der Sieg nicht erreicht wird, indem man seine Macht demonstriert hat, ist er nur eine Illusion. Bestenfalls ein vorübergehender Sieg. Wir wollen mehr erreichen. Durch den Sieg zerbersten meine Ketten. Darüber wurde schon sehr oft diskutiert. Die Ketten stellen unsere Einschränkungen dar, die wir uns und die uns andere auferlegen. Das endgültige Ziel jedes Sith ist es, sich von solchen Einschränkungen zu befreien. Damit wir tun, was auch immer wir wünschen. Doch dahinter steht noch viel mehr. Jemand, der sich von allen Einschränkungen befreit hat, hat die Perfektion erreicht. Er hat sein Potenzial erfüllt. Perfekte Stärke, perfekte Macht, perfektes Schicksal. Stellt es euch nur einmal vor. Das ist unsere Idealvorstellung. In den Legenden der Sith heißt es, dass der Sithari das perfekte Wesen uns eines Tages leiten wird. Doch vielleicht ist das nur eine Legende. Ihr denkt nicht, dass der Sithari existieren kann? Ich frage mich, wie so ein Wesen wohl sein könnte. Die Legenden sagen, dass der Sithari uns zerstören und uns gleichzeitig stärker als je zuvor machen wird. Aber vielleicht ist das nur eine Legende. Die Perfektion ist ein Ziel, denke ich, und kein Daseinszustand. Zweifellos würden wohl die Jedi so argumentieren. Die Macht befreit mich. Die Macht ist unser Diener und unser Meister. Unser Lehrer und unser Gefährte, eine Waffe und ein Werkzeug. Kennt die Macht und ihr kennt das Universum. Beherrscht die Macht und ihr beherrscht das Universum. Strebt nach Perfektion und die Macht wird euch belohnen. Ich denke, ich habe verstanden. Ich bin nicht überrascht. Die Macht ist stark in euch. Meistert sie und sie wird euch wohl dienen. Bezüglich des Prestiges, da wollte ich vorhin noch sagen, fahrt fort. Ich würde vorschlagen, dass ihr mit den anderen Sith-Anwärtern sprecht und seht, ob ihr einen von ihnen übervorteilen könnt. Ich denke, dass sich Lasho ausgezeichnet eignen würde. Sie ist zu vertrauensselig. Ihr könnt ihr sicher einreden, dass ihr ihr irgendwie helfen wollt. Dann sorgt ihr dafür, dass ihr den Vorteil aus eurer Abmachung einstreicht und nicht sie. Seid rücksichtslos, wenn es notwendig wird. Es geht hier nur darum, Uther zu beeindrucken. Sonst könnte ich euch nur noch raten, in das Tal der dunklen Lords an der Oberfläche zu gehen. Dort gibt es uralte Ruinen, die ihr erforschen könnt. Es kann durchaus sein, dass ihr dort Informationen oder Artefakte findet, die Uther erfreuen würden. Das kann ich aber nicht garantieren. Ich möchte mehr über die Ruinen an der Oberfläche wissen. Ich war des Öfteren in den letzten Jahren an den Ausgrabungen beteiligt, aber nur sehr unregelmäßig. Den Großteil der Arbeit überlassen wir den Studenten. Was wolltet ihr also wissen? Gibt es einen Weg in das Grab von Naga Sado? Nein. Außer ihr werdet von Master Uther begleitet. Es ist strengstens verboten. Und außerdem, glaube ich, würdet ihr die Tore des Grabmals wohl nur mit schweren Raumschiffgeschützen überwinden können. Und nicht mal da bin ich mir sicher. Es gibt keinen anderen Weg nach drinnen? Keiner. Ich weiß nicht, wie Master Uther in das Grabmal gelangt, aber ich freue mich schon darauf, es herauszufinden. Ich habe schon oft gesucht. Ihr braucht euch also nicht die Mühe zu machen. Es gibt keinen anderen Weg. Doch keine Sorge. Erlangt einfach genügend Prestige und ihr kommt schon bald in das Grabmal. Warum sind die Sith an diesen Ruinen so interessiert? Wir können hier viel über die Geschichte der alten Sith lernen. Warum sie auf Korriban gewesen sind und warum sie den Planeten verließen. Wir können hier viel über die Ursprünge der Macht erfahren. Dieses Wissen kann uns große Stärke geben.
Erzählt mir von euch. Über mich? Ich komme von Slehairon, wenn euch das wirklich interessiert. Ich war Sklavin beim Hutten Omesh, einem grausamen Meister. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ihr habt einen ausgezeichneten Start hingelegt. Los, los, ihr müsst noch mehr Prestige erlangen. Ausgezeichneter Start, ich habe nichts gemacht, außer dass ich hier stand und mit dir geredet habe. Du bist lustig. Sith-Student. Okay, dann gehen wir erstmal in die andere Richtung. Ich sehe gerade, das führt wieder in die Hauptkammer. Uther Wins Kein Kammer. Problem! Verstanden. Oh, ich komme sogar echt rein. Okay. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Bett. Okay, kann ich nichts machen. Feldkiste. Kein Problem! Verstanden. Robe eines Jedi-Meisters. Sith-Maske. Okay, mit dem Bett kann ich nichts machen. Vielleicht später irgendwann mal. Okay, die ist nochmal besser. Das ist halt wieder eine braune. Ist es mir wert? Nee, ich finde das Blaue eigentlich ganz cool gerade. Die kann Juani haben. Okay, und die Sith-Maske, was kann die? Schwer. Immunität gegen Manipulieren. Ah, stimmt, was ich gucken wollte. Talent Waffenfokus. Ah, okay. Das erste heißt Waffenkenntnis, dann Waffenfokus und Spezialwaffe. Okay, das wollte ich schon wissen. Passt. Ich weiß schon, was ich wissen wollte. Kel Alquin. Da kann ich mal vorbei? Danke. Okay, deine Truhe ist leer. Oh, hallo. Ich wüsste nicht, euch hier schon mal gesehen zu haben. Mein Name ist Kel. Kel Alquin. Wisst ihr etwas über die Ausgrabungen? Nein, ich frage erstmal, stimmt etwas nicht? Ich? Oh, nichts. Seid ihr sicher? Ja. Mein Meister sagt immer, ich sei zu vertrauensselig, zu sehr bereit, Schwäche zu zeigen. Ihr seid ein Sith, also sollte ich eigentlich nicht. Ihr wisst schon. Ich weiß schon. Kann ich euch nicht davon überzeugen, es mir zu erzählen? Also ich bin jetzt mal scheinnett zu den Leuten hier, ne, um an Informationen und so weiter zu kommen. Nein, es geht wirklich nicht. Einem Sith wie euch wären alle Mittel recht, um erfolgreich zu sein. Beweisstück A bis Z. Wollt ihr damit sagen, ihr seid kein Sith? So habe ich das nicht gemeint. Alles gut, wie habt ihr es dann gemeint? Ich darf euch gar nicht vertrauen. Ich kann euch nicht vertrauen. Oder doch? Macht überreden, ihr wollt mir vertrauen. Es ist nur... Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht hergehöre. Zu Beginn war das vielleicht noch so. Aber jetzt? Ich habe Zweifel über Zweifel. Wenn es sich falsch anfühlt, dann gehört ihr vielleicht nicht hierher. Jeder hat seine Zweifel, haltet nur die Ohren steif. Meister Ulta wird das vermutlich gar nicht gerne hören. Ja. Entschuldigt bitte. Bitte sagt das niemandem. Ich werde schon damit fertig. Es hat kein Sith. Es gibt keine Sith, die so lächerlich sind wie ihr. Ich bin auch ein Sith. Ich bin eher ein Sith als ihr. Ich werde es euch beweisen. Und wie? Oh, jo, lol! Okay, übertreib halt. Lähmen. Blitz. Warte mal. Wie viel Schaden mache ich mit den Laserschwertern, wenn man gestunt ist? Uiuiuiui. Okay, wenn ich ihn gestunt bekomme, macht Damage. Kristalldamint. Feldkiste. Kein Problem! Verstanden. Schwerer Repetierblaster. Sith-Killer-Pistole. Und das letzte hat keinen Namen. Das sieht aber aus wie die... Was? Das Blastergewehr auf Taris. Ja, ist es auch. Okay. Die Sith-Killer-Pistole ist interessant. Ui, die ist echt nicht schlecht. Vor allem gegen Druiden ist die verdammt gut. Nicht schlecht, okay. Hä? Hä? Ups. Hab bald wieder ein Level ab. Ich freue mich.
Ich freue mich immer, wenn ich ein Level-Up habe. Level-Ups sind geil, dann kann ich Skillpunkte investieren und werde noch stärker. Hi, Megal. What geht ab, Megal? Du hast dir ein schlechtes Jahr ausgesucht, ein Sith zu werden. In diesem Jahr bin ich dran. Wer seid ihr? Ich heiße Mekel. Ich bin auch ein Anwärter. Aber mich werden die Sith aufnehmen, wenn du es genau wissen willst. Warum seid ihr da so sicher? Meinst du, das verrate ich dir? Tropft mein Hirn etwa aus der Nase oder was? Ihr könnt mir zumindest einen Tipp geben. Das könnte ich, aber warum sollte ich? Wir sehen uns, Dummkopf. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie überreden. Meckel, richtig? Genau. Eigentlich kannst du gleich wieder verschwinden. Warum seid ihr da so sicher? Meinst du das verraten? Blablabla. Ich weiß halt nicht, ob ich das Überreden überhaupt schaffen könnte. Naja, das wäre immerhin schon etwas. Bezüglich seines aus der Nase-Tropfens. Sehr witzig. Sag das nochmal, wenn ich ein Sith bin. Dann mache ich dich kalt. Wieso erst dann? Traust du dich jetzt nicht? Okay, da ist auch nichts drin. Jetzt bin ich halt nicht sicher, ob mein Überreden einfach zu niedrig ist oder ob der das halt gar nicht erzählt. Zu seiner Attitüde würde es passen, dass man ihn nicht überreden kann. Um ehrlich zu sein. Ihr? Euch kenne ich doch noch aus der Kolonie. Ihr habt es in die Akademie geschafft? Kann ich gar nicht glauben. Wer seid ihr? Ich heiße Lasho. Merkt euch den Namen gut, denn ich bin diejenige, die weiterkommt. Ihr werdet euch mit nächstem Jahr begnügen müssen, nehme ich an. Ihr wollt auch zu einer Sith werden? Na, habt ihr das auch schon herausgefunden? Und wie es der Zufall will, weiß ich einen todsicheren Weg, wie ich in unserem kleinen Wettbewerb an euch vorbeiziehen kann. Ihr habt nicht die geringste Chance. Um welche Möglichkeit ist das? Ich habe ein Artefakt gefunden, das Uther mehr beeindrucken wird als alles andere, was ihr so anschleppen könnt. Ich werde gewinnen. Warum habt ihr es Ulte noch nicht gebracht? Ich habe es noch nicht. Aber ich bekomme es, wenn ich gut und bereit bin. Wo ist das Artefakt? Als ob ich euch das auf die Nase binden würde. Damit ihr es mir stehlen könnt, ja? Es ist bewacht, oder? Und wenn es so wäre? Ich werde es bekommen, auf jeden Fall. Nur aus dem Kampf erwächst das Gute. Das ist das alte Sith-Motto. Mehr oder weniger. Vielleicht könnte ich euch ja helfen, es zu beschaffen. Ich könnte tatsächlich etwas Hilfe brauchen. Es wird nicht einfach sein, dieses Artefakt zu bekommen. Aber warum sollte ich ausgerechnet mit euch zusammenarbeiten? Ihr wollt mit mir zusammenarbeiten. Ja, ich will mit euch zusammenarbeiten. Vielleicht ist es ja möglich, dass Master Uther uns beiden Ansehen zuerkennt. Wir legen weit vor den anderen, mit Sicherheit. Dummerweise liegt es in der Kehle einer Tukata-Mutter. Ich weiß zwar, wo wir sie treffen können, aber ich brauche eure Hilfe, um sie zu erledigen. Haltet ihr das für sinnvoll? Geht ins Tal, wenn ihr euch bereit fühlt. Ich stehe an den zentralen Säulen, nahe am nördlichen Ausgang. Warum meint ihr, dass dieses Holocron seine große Bedeutung hat? Weil es möglicherweise Geheimnisse aus jener Zeit enthält, in der die Sith-Ruinen auf diesem Planeten gebaut wurden. Glaubt ihr nicht, dass Master Uther beeindruckt wäre? Tendenziell schon. Ich kann ja auch mal fragen, was ist ein Holocron? Einfach, damit es auch mal gesagt wurde. Ein Holocron, und dieses Holocron sowieso, ist ein altes Aufnahmegerät. Es kann große Informationsmengen speichern oder anzeigen. Und ich soll euch einfach so trauen? Und ich soll euch trauen? Ihr habt hier um Zusammenarbeit gebeten. Schon vergessen? Ihr beobachtet mich und ich beobachte euch. Ich traue euch keinen Deut mehr als ihr mir. Wenn euch das nicht passt, dann bleibt eben weg. Denkt daran. Man sieht sich dort. Die zentralen Säulen im Tal. Ich warte dort. Lasst euch nicht zu viel Zeit. 125 EP. Okay, sie geht schon mal los. Shadan. Ich erinnere mich an dich. Du willst in die Akademie aufgenommen werden? Und ihr offensichtlich auch. Stimmt. Aber als wir uns in der Kolonie getroffen haben, hatte ich keine Ahnung, dass du auch zur Akademie willst. Wer seid ihr? Ich heiße Shadan. Habe ich dir das nicht schon in der Kolonie gesagt? Ich glaube tatsächlich nicht. Wohl nicht. Möchtet ihr eine Strategie absprechen? Ich habe keinen Teamgeist. Aber danke für das Angebot. Duell? Du willst mich herausfordern? Hey, du glaubst doch nicht, dass ich dir einen fairen Kampf gewähre. Irgendwann treffen wir uns wieder, zu meinen Bedingungen. Bis es soweit ist, viel Glück. Danke. Wir sind alle so freundlich hier, die wünschen mir alle viel Glück.
Uther Wynn. Ich kann den Sith-Kodex. Sei gegrüßt, junger Mensch. Du hast noch viel zu tun. Dein Ansehen ist gering. Du musst dich beeilen, wenn du siegen willst. Wie erlange ich Prestige? Oh, es ist so einfach, wie ich sagte. Vollbringe große Taten oder bringe mir ein besonders wertvolles Artefakt aus dem Tal der dunklen Lords. Suche Yuthera und frage sie, was zu tun ist. Immerhin ist sie deine Lehrerin, nicht wahr? Wo ist das Tal? Es gibt einen Weg an die Planetenoberfläche. Von dort ist es nicht weit zum Tal. Es ist nicht schwer zu finden. Ich möchte mehr über euch wissen. Du willst mehr über mich erfahren, ah ja. Warum sollte ich deine Neugier befriedigen? Denkst du, wir könnten Freunde sein? Ich habe meine Macht viele Jahre lang vergrößert, bis ich meinen Vorgänger vertreiben und die Akademie übernehmen konnte. Wenn du klug bist, folgst du meinem Beispiel. Es gibt nichts, was du noch wissen musst. Frage nicht mehr, junger Freund. Hey, jetzt sind wir doch Freunde. Ich kenne den Codex der Sith. Dann vollende meine Worte. Es gibt keinen Frieden, nur... Hamburger. Leidenschaft. Leidenschaft verleiht mir... Stärke. Kraft verleiht mir... Macht. Macht verleiht mir... Den Sieg. Durch den Sieg... Zerbürste meine Kette. Die Macht wird mich befreien. Gut. Du hast den Codex der Sith tatsächlich gelernt. Doch es ist ein großer Unterschied, die Worte auszusprechen und sie zu verstehen. Richtig oder falsch? Ein Sieg um jeden Preis ist wünschenswert. Ja. Falsch. Ein Sieg, der nicht deine Überlegenheit beweist, ist vergänglich. Ja. Okay. Leider scheinst du... Ich muss dann zusehen, dass ich weiterkomme. Oh ja. Okay, da hat er mich dran gekriegt. Dieser kleine Mistkerl. Das findet er wohl lustig. Sei gegrüßt, Junge. Oh. Wo ist das Tal? Ich möchte mehr über euch wissen. Mag er mir aber nicht erzählen. Codex des Sith. Es gibt keinen Frieden, nur... Leidenschaft. Leidenschaft verleiht mir... Stärke. Kraft verleiht mir... Macht. Macht. Sieg. Durch. Zerbröschle meine Kette. Mach gut. Blablabla. Falsch. Gut, gut. Ich werde dich nicht mehr prüfen. Du kennst den Codex. Ich bin beeindruckt. Geh jetzt. Du bist gut... Aber ich kann dich noch nicht zum Sieger erklären. Und nun lass mich bitte weiterarbeiten. Okidoki. Ich guck mich hier noch ein bisschen weiter um, hätte ich gesagt. Ah, hier geht's raus. Glaube ich. Oder? Sieht so aus, als würde es hier rausgehen. Na, vielleicht doch nicht. Plastikzylinder. Ihr seid alle unwichtig. Ihr habt nämlich alle keinen Namen. Ah, doch, du hast einen Namen. Kein Problem! Verstanden. Konstruktionskit. Okay. Adrenas und Tariga. Seid mir gegrüßt, Mitstudent. Plant ihr, in das Tal der dunklen Lords zu gehen? Ich werde bald selbst dorthin aufbrechen. Wer seid ihr? Man nennt mich Tariga und ich studiere hier in der Akademie. Es ist mir eine Freude, den Auftrag erhalten zu haben, Durin der Sith zu studieren, ihre Vergangenheit zu erkunden und neue Relikte zu entdecken.
Es seid ein Mensch, aber ihr redet wie ein Twi'lek. Ich komme von einem Planeten im Outer Rim. Wir gehören nicht zur Republik, also haben wir auch nicht ihre Sprache gelernt. Ich verstehe Basic, spreche es aber selbst nur gebrochen. Ich spreche Twi'lek, fließend. Warum sollte ich also Basic sprechen? Twi'lek ist fast so verbreitet wie Basic und niemand macht sich über meinen Akzent lustig. Ich denke, ich habe die richtige Wahl getroffen. Ich würde wohl nicht in den Ruinen im Tal der dunklen Dorts arbeiten, wenn ich in einer fremden Sprache herumstottern würde. Muss ich auf irgendwas aufpassen? Ich trainiere ein bisschen. Ja, in der Tat. Kurz bevor ihr das Tal betretet, kommt ihr an einen Höhleneingang vorbei. Geht dort nicht hinein. Dort hausen zahlreiche Kreaturen, die wir Shirak nennen. Sonst stellen nur noch die Tukata eine Gefahr dar. Solange ihr euch jedoch im südlichen Teil des Tals aufhaltet, werden euch die Wächter beschützen. Was sind Shirak? Es handelt sich um eine fliegende Kreatur, die Netze in ihren Tunneln errichten. Man kann die Netze nur durch Feuer oder Explosion zerstören. Es ist wohl weise, ihnen ganz aus dem Weg zu gehen. Was sind die Tukata? Es handelt sich hier um Bestien, die keinen Skrupel haben, Studenten oder sogar bewaffnete Patrouillen angreifen. Sie behindern unseren Fortschritt sehr. Mehrere Versuche wurden unternommen, ihre Nester in den Grabmälern zu zerstören, aber sie sind zu zahlreich. Was könnt ihr mir über das Tal erzählen? Bisher haben wir 4 Grabmäler freigelegt. In jedem dieser Grabmäler befinden sich die Überreste eines Sith-Lords. Sie stammen aus einer Zeit, als die Sith erstmals nach Korriban kamen. Wir haben Hinweise darauf gefunden, dass es größere unterirdische Bauwerke gibt. Eine richtige uralte Festung. Doch offenbar wurde sie zerstört. Die Grabmäler sind alles, was noch verblieben ist. Momentan ist nur der Zugang zu 3 Grabmälern gestattet. Zu dem Grabmäler ganz links haben nur Master Uta und jene in seiner Begleitung zugehört. Glücklicherweise gibt es hier noch viel für uns zu entdecken. Es freut mich, dass ihr euch uns angeschlossen habt. Der Typ ist ein bisschen zu freundlich. Oh Gott, er redet auch Twi'lek. Wer seid ihr? Er ist der Kämmerer, okay. Das mache ich jetzt mal im Schnelldurchlauf. Ihr seid also kein Sith? Nein. Okay. Er will sich keine Fragen stellen lassen. Damit wäre das geklärt. Meine Lichtschwerter singen. Entschuldigung, meine Laserschwerter. Ach, man kann sogar tatsächlich seitlich laufen, das wusste ich gar nicht. Habe ich jetzt gerade entdeckt. Befragungsraum. Sith-Befragung. Ah, vielleicht hast du mehr Glück als ich. Dieser Mandalorianer ist zäher, als ich dachte. Was versucht ihr zu erreichen? Ich will rausfinden, wo sein Waffenlager versteckt ist. Aber bis jetzt schweigt er wie ein Grab. Wenn ich ihn zu hart anpacke, stirbt er. Bin ich zu vorsichtig, sagt er nichts. Verdammte Zwickmühle. Wie foltert ihr ihn? Mit der Konsole. Du hast verschiedene Möglichkeiten und es gibt immer eine Kombination, die funktioniert. Am wichtigsten ist, dass du den Gefangenen genau beobachtest, damit du den Fortgang einschätzen kannst. Unsere Scanner können seine Vitalfunktionen nicht aufnehmen. Soll ich es versuchen? Sicher, aber bring ihn nicht um oder versetze ihn in einen Schockzustand. Wir sollen ihn verhören, nicht hinrichten. Wenn du ihn zum Reden bringst, lege ich bei Master Uther ein gutes Wort für dich ein. Versprochen. Kann ich auch mit ihm reden? Nein. Eine gute Möglichkeit wäre es ja an sich auch gewesen, so zu tun, als würde ich ihn hier rausholen. Verstanden. Schwerer Druidenpanzer Typ 3. Also gut, schauen wir mal. Du kannst mich foltern, bis du schwarz wirst, Sith. Ich sage nichts, mein Geist gehorcht mir und er wird dir nichts verraten. Wisst ihr, wie ich euch befreien kann? Okay, ich kann es tatsächlich so probieren. Du willst mich reinlegen, ich glaube dir nicht! Vertrau mir, ich helfe euch, sobald es mir möglich ist. Wenn du nicht lügst, dann versetze mich mit der Konsole in einen katatonischen Zustand. Dann werden mich deine Leute beseitigen. In diesem Zustand überleben und fliehen. Ich hab's mir anders überlegt. Sag mal, wo das Waffenlager ist, sofort. Foltergerät aktivieren.
Computerkenntnis. Droge injizieren, um den Gefangenen in eine Leichenstarre zu versetzen. Ah, das ist das, was ich hätte machen können, um ihn zu befreien. Wahrheitsserum. Gegengift. Gegengift mittlere Dosis. Mein Wille gehorcht mir, ich sage nichts. So. Sagt mir, wo eure Waffen versteckt sind. Epona! Okay. Wahrheitsserum, hohe Dosis. Macht überreden, ihr wollt mir verraten, wo eure Waffen versteckt sind. Okay. Sprecht ihr Basic? Spreche eure Sprache, aber den Gefallen werde ich euch nicht tun. Sagt mir, wo eure Waffen versteckt sind. Okay, funktioniert noch nicht. Wir probieren es nochmal mit einer mittleren Dosis. Dann versuchen wir es mit einer niedrigen Gegengiftdosis. Und jetzt nochmal mit einer hohen Wahrheitsserum. Fuck. Was? Okay, das hat nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Foltergerät aktivieren. Wahrheitsserum, hohe Dosis. Dann Gegengift niedrig. Okay, funktioniert noch nicht. Nochmal niedrige Wahrheit. Ja, was sagt mir immer noch nichts? Okay, ich probiere es nochmal mit niedrig. Er beherrscht seinen Geist noch. Okay. Nochmal niedrig. Was? Was muss ich genau machen, um es hinzukriegen? Ich bin da jetzt gerade noch nicht so ganz durchgestiegen. Weil was macht das Gegengift genau? Also er kriegt eine hohe Dosis. Dann kriegt er eine niedrige Gegengiftdosis. Dann kriegt er nochmal ein Wahrheitsserum. Sein Geist gehorcht ihm nochmal. Er beherrscht seinen Geist noch. Gut, dann kriegt er jetzt ein niedriges Gegengift. Und nochmal niedriges. Nochmal niedriges Gegen. Jetzt wieder niedriges Wahrheits. Fuck, das war ein bisschen too much. Okay, aber ich glaube, ich bin so auf dem richtigen Weg. Okay, also Vollgerät, hohe Dosis, niedrige Dosis, eine mittlere Gegengift, niedrige Wahrheit, nochmal, dann niedrige Gegengift, niedrige Wahrheit, fuck, ich muss anscheinend mit einem mittleren dagegen wirken. Also, hoch, niedrig, mittlere Gegengift, mittlere, gut, noch funktioniert's, mittlere Gegengift, hohe Wahrheits, nee, ich wollte einen anderen Weg mal probieren, aber das so klappt's nicht leider. Okay, er kriegt eine mittlere Dosis. Dann eine hohe. Sein Geist gehorcht ihm noch. Er kriegt eine niedrige. Und eine mittlere. Okay, hat nicht gereicht. So ein Schwachsinn. Hoch. Mittel. Hoch. Mittel gehört mir. Mit sein Geist gehorcht ihm noch.
Es ist in einer Falte auf seinem Schiff, das Waffenlager. Aha, das habe ich gehört. Ausgezeichnete Arbeit. Danke für deine Hilfe. Ich würde dich ja gerne belohnen, aber ich will, dass alle glauben, ich hätte die Informationen aus ihm rausgepresst. So kommt ihr mir nicht davon. Ach, aber man muss am Leben sein, um Master Uther das Versteck des Waffenlagers zu verraten. Findest du nicht auch? Du wirst dich doch nicht etwa mit einem wahren Sith anlegen. Oder willst du gegen mich kämpfen? Ja. Ha! Dann lass deiner Wut freien Lauf. Möge der Bessere siegen. Lähmen. Tja. Ach. Ganz gut, wie die anderen nicht helfen. Die gucken einfach zu und genießen die Show. Kristallgrün. Duellierzimmer. Er hat gewonnen. Metallkiste. Kein Problem. Verstanden. Computersonde. Gefangene. Verschwinde, Sith, und lass deine verdammten... Verschwinde! Ich habe dir... Verschwinde! Verschwinde! Okay. Ich habe dir nichts zu sagen. Computerkontrollfeld. Starte Kampf mit einem Gefangenen. Kampf fortsetzen. Ich bring dich um! Das wird lustig. Stirb! Stirb! That's where the fun begins. Ich find's lustig, wenn sie gestunt sind und ich trotzdem ver... Also jetzt reicht's aber. Okay, weißt du was? Leck mich. Kann ich das mit allen Gefangenen machen? Also alle umbringen, oder... Wie oft kann ich das denn machen? Das wird lustig. Ich nehme mal an, so viele wie Zellen da sind, oder? Weil ich kann ja jetzt nicht ewig hier gegen die kämpfen. Das wäre irgendwie ein bisschen komisch. Das wäre ja unendliche EP, die ich mir hier ansammeln könnte. Ah, okay, das war's jetzt. Konsole knacken. Die Sicherheitskameras der Akademie hacken. Versuche, alle Käfige zu öffnen und die Gefangenen zu befreien. 50 Sonden. Interessant finde ich, dass die Akademie Wachtruiden umprogrammieren, damit sie ein Ziel jagen. Was für ein Ziel? Also wen jagen die dann? Gut, dann gehen wir jetzt zu Meister Uther zurück. Und sagen dem lieben Mann: Sei gegrüßt, junger Mensch. Deine Taten sind... Dass wir das mit den Waffen wissen. Wirklich? Sehr interessant. Und wo mag das sein? Sie sind hinter einer Falltür in seinem Schiff versteckt. Welche Ironie. Ich habe sein Schiff kürzlich ausschlachten lassen. Ich dachte, man hätte es eingehend untersucht. Offenbar doch nicht. Aber es war richtig von dir, mir diese Information zu bringen, die andere nicht finden konnten. Ich bin beeindruckt. Geh jetzt. Du bist gut, aber ich kann dich noch nicht zum Sieger erklären. Ja, kein Stress. Ich habe ja noch nicht mal die Akademie verlassen. Das kommt nämlich jetzt erst. Kann ich die Tür eigentlich... Ach nee, das war ja der Eingang. Vergiss es. Okay, dann wird's Zeit, die Akademie zu verlassen und ins Tal zu gehen und da die Quests zu machen.
Aber das werde ich nicht mehr heute machen. Das war jetzt für heute die letzte Folge. Habe ich ganz viel aufgenommen heute, damit ich den kleinen Puffer habe. Versteht ihr, was ich meine? Ich bedanke mich also fürs Zugucken. Und ich hoffe, ihr habt noch so viel Bock wie ich. Ich werde dann beim nächsten Mal weitermachen und ich freue mich. Ich finde Korriban geil. Ich glaube, das war sowieso auch mein Lieblingsplanet. Das zweite, es wird wahrscheinlich Tatooine kommen, denke ich mal. Weiß ich nicht mehr genau, ich werde es ja feststellen, ne? Bis dahin, ciao, ciao.